Hallo und Servus, schön, dass du da bist. Wir sind heute am Fluss, da ist es ziemlich steinig. Ich möchte dir heute einen ganz natürlichen Tipp geben, wie du deine Ziele viel, viel leichter und viel einfacher erreichen und schaffen kannst. Wenn du diesen natürlichen Tipp integrieren kannst, dann wirst du merken, auf einmal geht es leicht, auf einmal geht es fließend und auf einmal schaffst du vielleicht mehr, als wie du dir vorgenommen hast. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn wir einen Stein reinwerfen. Ja, wir sehen, da bilden sich Wellen. Und zwar rundum, die breiten sich von selber aus. Siehst du? Hören wir es nochmal. Ganz von selber. Die werden immer größer, immer weiter. Was müssen wir tun, damit sich die Wellen ausbreiten? Nur den Stein werfen, also den Impuls setzen. Und wenn wir Ziele erreichen wollen, ist es genau das Gleiche. Der Gerhard hat ein kleines Unternehmen, er hat ca. 6 oder 7 Mitarbeiter und er sucht Verstärkung, also 2 zusätzliche Mitarbeiter würde er gerne aufnehmen. Und hobbymäßig singt er in einem Gesangsverein. Und er hat sich gedacht, ich nutze mal die Gunst der Stunde und werde mal meine Mitsingenden, also die Kollegen und Kolleginnen, einfach einmal informieren, dass sie neue Mitarbeiter suche. Und vielleicht wissen sie ja was. Und so hat er bei einer Probe einmal alle Leute informiert und hat gesagt, ich suche eben neue Mitarbeiter, vielleicht weiß jemand was und vielleicht könnt ihr es ein bisschen weiter erzählen. Würde mich sehr freuen darüber. Und siehe da, er hat genau aus dieser Aktion hat er 2 neue Mitarbeiter in seinem Büro bekommen. Und was hat er gemacht? Was hat er getan? Er hat nur den Impuls gesetzt. Und er hat diesen Impuls nachher freilassen. Genauso wie bei dem Sturm, den was wir da reingeworfen haben. Der Sturm, das ist gerade der Impuls. Und die Wellen breiten sich aus. Und wenn wir diesen Impuls einfach sein lassen, nicht die ganze Zeit warten, bis es nachher passiert, bis es kommt, bis das Ereignis nachher eintritt, bis das Ziel nachher erreicht ist. Wenn wir das einfach freilassen, einfach loslassen und einfach fließen lassen, nachher kommt das Thema zu uns, zu dir. Das Thema, was du suchst oder das, was du anstrebst, das kommt dann zu dir. Das Einzige, was wir tun können oder tun sollten, ist den Impuls setzen und den möglichst frei fließen lassen, einfach sein lassen und nicht die ganze Zeit ans Ergebnis denken. Und mit dieser Freiheit, mit dieser Leichtigkeit könnten wir alle unsere Ziele angehen, alle unser Streben könnten wir genau in dieser Manier oder in dieser Art könnten wir sie angehen. Impulse setzen, so viele wie möglich, so frei wie möglich. Und nachher findet das Ziel oder das Ergebnis uns. Und genau das wünsche ich dir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und denk dran, diesen Kanal mit der Glocke zu abonnieren, weil dann bist du immer in der ersten Reihe, wenn wieder was Neues daherkommt. Pass gut auf dich auf, bleib in deiner Kraft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierti Servus, mach's gut.